Der Wettbewerb hat es tatsächlich gegeben. Das wäre ein Wettbewerb ohne Gewinnerin. Die Leute haben auf einen Zettel geschrieben, Nello Celio, und haben es am Blick geschickt. Und die haben irgendwie einen Gewinner ermittelt. Und es gibt tatsächlich Gewinnerfamilie. Die Familie Stampfli aus dem solothurnischen Dornach hat es gewonnen, den Wettbewerb. Und wie die Familie aussieht und was genau dass sie gewonnen haben, das sehen wir in dieser Rubrik, die sehr geeignet ist, für ehemals relevante News zu zeigen. News von gestern. 11. Februar 1971, Dornach, Solothurn. Freudestrahlend nahm die Siegerfamilie Stampfli des Blickwettbewerbs, welcher Bundesrat hat am meisten Sex appeal, den ersten Preis entgegen. Eine lebensgroße Figur des Bundesrates Cilio mit 500 Franken in der Tasche. Voilà, genau. Lebensgrosse Bundesratsfigur zu haben, wäre ja manchmal vielleicht noch gut. Man könnte die Hände schütteln oder Dartpfeile werfen oder so. Wer hättest du gerne bei dir daheim? Welcher Bundesrat? Welche Bundesrätin? Jetzt nicht von denen hier, von heutigen oder von solchen, die schon nicht mehr sind oder so. Und du könntest dann wahlweise die Hände schütteln und umarmen oder auch Dartpfeile drauf werfen. Ah, oh nein, Dartpfeile auf jemanden werfen, das bringt mich nicht für sie. Aber vielleicht gehen spazieren mit der Frau Dreyfus, das würde ich gerne. Sehr nice. Oder sonst alternativ hättest du auch für die 500 Franken optieren können. Weil der hat offenbar da 500 Franken im Sack. Und sonst sehen wir hier noch irgendwie Gartenzwerge. Sie haben ihm auch noch eine Figur aufgetan. Also das ist irgendwie eine Wachsfigur, muss man sagen, von Marcello. Sieht jetzt schon wieder etwas anders aus und ein bisschen weniger sexy hier, finde ich. Vielleicht. Und dann hat es Büssi. Genau, für mich ist eigentlich das Büssi relevant. Also ja. Wenn ich mich. Ich würde mich dafür entscheiden, das Büsi zu treffen.